Kirchenkreis Leverkusen besteht aus 13 Gemeinden in den Kommunen Leverkusen, Monheim, Langenfeld, Laichlingen und Burscheid. Und der Kirchenkreis ist so jung wie manche Gemeinde, die hier in Leverkusen vor allen Dingen entstanden ist, vor 50 Jahren. Aber er ist auch alt und traditionsreich, so wie zum Beispiel Witzelden. Da reichen die Wurzeln bis in die Reformationszeit hinein. Wir freuen uns jetzt, unser Jubiläum, unser 50-jähriges Jubiläum, zu feiern. Wir sind evangelische Kirche in einer Industriestadt, aber zugleich auch in Strukturen, wo die Kirche noch im Dorf steht. Das diakonische Werk ist ja eine Form, wie der Kirchenkreis dem biblischen Auftrag zur Nächstenliebe in organisierter Form heute verwirklicht. Wir sind als diakonisches Werk hier in Leverkusen, aber auch in den Nachbarkommunen tätig. Unsere Hauptaufgaben und Schwerpunkte liegen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und im Bereich der Beratung. Daneben sind wir aber auch noch im Bereich der Behindertenhilfe und der Beschäftigungsförderung tätig. Das sind die Felder, in denen wir schwerpunktmäßig hier diakonische Arbeit verwirklichen. Ganz besonders am Herzen liegt uns in der Familienbildung die intergenerative Bildung. Väter und ihre Kinder, Enkel und Großeltern, Senioren, Betagtere und Jüngere sollen gemeinsam ihre Lernerfahrungen machen können. Das Evangelische Schulreferat Leverkusen unterstützt die Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Arbeit an den Schulen. Wir haben 300 Schulen, an denen evangelischer Religionsunterricht erteilt wird, mit ungefähr 11.000 Schülern, von denen sich nur ganz wenige abmelden. Was machen wir im Religionsunterricht? Wir behandeln Lebensfragen der Schüler. Was ist wichtig? Was sind die Werte? Wie gehen wir miteinander um? Kann ich an Gott glauben? All diese Fragen, die behandeln wir und hoffen, dass die Schüler sie verwerten können. Kinder- und Jugendarbeit eröffnet Kindern und Jugendlichen andere Perspektiven als die in unserer Gesellschaft auf Leistungs- und Lernorientierung ausgelegten Fenster. Wir stoßen Räume auf mit frischer Luft, grüner Natur, ermöglichen Erlebnisse und ganz andere Erfahrungen, Leben und Lernen im Grünen. Wir begleiten Menschen ein Leben lang. Wir haben ca. 1000 Taufen im Kirchenkreis pro Jahr, ebenso viele Konfirmationen, wir haben viele Trauungen und Beerdigungen. Wir begleiten Menschen in ihrer Trauer, auch im Sterben. Seid fröhlich mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen, so heißt es in der Bibel. Was Menschen bewegt, das bewegt uns auch. Die Kirche gehört zum Leben dazu.